Willkommen zurück zu Deponia Doomsday in der Elefanten-Einkaufsstraße. Was haben wir hier? Porzellankatzen? Goldig. Nicht mit? Noch nicht. Ich werde diesen Schad-Elefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Verstehe, ein Elefant im Porzellanladen. Hey, wie cool ist das denn? Noch nicht. Okay, er nimmt hier nichts mit. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Und es gibt zwei Eingänge, dann gehe ich doch mal hier rein. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine? Bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Bereit, Mac? Ich schon, aber... Ich bleibe nicht alleine hier, nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Na, dann müssen wir ihm das blöde Gewehr besorgen. Ach, verdammt. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Bleib bitte in der Nähe, okay? Ja, ja, ist ja okay. Dann muss ich wohl, Hey, jetzt können wir doch bestimmt hier rein. Jawohl, hahaha. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vor... dingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Bernards Laden. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Feuerwerksartikel. Ein Hahn? Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus? Könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Puh, wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Brandbeschleuniger, den brauchen wir. Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach war fürchterlich. Mist. Hey, Moment mal, warum ich meinen glaube, Bart? Das brennt auch so. Achso, den habe ich klar. Wegen dem Effekt zuliebe. Ein brandbeschleunigter Bart, den können wir ja nutzen, um den Ofen anzufeuern. Wenn wir was hätten, um den Ofen anzufeuern. Ja, ja, Toni, ich rede gleich mit dir. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Das war einfach. Müssen wir nicht bezahlen? Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Aha, ein guter Kumpel hier, der Bernard. Du, Toni? Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank?
War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Ja. Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Nein. Das war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Hey, das war eine gute Ausrede. Die rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Was hat er gerade gesagt? Ich hab nicht so, ich war abgelenkt. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Richtig. Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das finde ich aber auch. Genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das Sie mit dir gemein haben. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Oh, dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich mach das gerade nicht besser, aber, wow. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ja, genau. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Stimmt, ein bisschen mehr Wumms kann da wohl nicht schaden. Gut, dass mir das noch eingefallen ist.
Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der... Ich hoffe, die haben nicht schon wie... Ich sollte bei... Okay, wir haben eine Rakete. Können wir die irgendwie öffnen? Damit bräuchte ich ewig, um das Schwarzpulver rauszubrökeln. Ich brauche etwas Schärferes. Wie wär's mit einer Scherbe? Ja. Ich würde noch eine nehmen, aber hey. Schwarzpulver. Okay. Ich nehme es. Jetzt brauchen wir neues Eis, aber wir kriegen kein Eis im Moment, richtig? Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Tja, dann müssen wir wohl wieder was reinpacken. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Kann ich denn das Glas wieder... Ich kann das Glas nicht mehr mitnehmen. Okay. Das heißt, zumindest die Eiswürfel zu holen, ist wieder richtig. Dann gehen wir mal hier rüber. Und... hier durch. Und... hier durch. Und hier rein. Und jetzt haben wir doch Scherben, dann bringt das uns doch bestimmt beim Dartwerfen Glück. Und. Nein! Ah! Tja, leider daneben. Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh, dass ich das bemerkt hätte, wenn der Elefant durch mein Inventar gelaufen wäre. Ach so, kann ich hier weiter noch nach dem Elefanten suchen? Um dieses Rätsel kümmere ich mich ein anderes Mal. Und außerdem, die Scherbe ist doch scharf. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie reizbar ist Toni heute? Wieso? Nur so. Hey, Lotto! Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Wieso was? Hab ich Was? Oh! Es ist nur, dass ich so unsicher bin. Das kennen wir ja alles schon. Das kennen wir alles schon. Dieses hier. Die Oberweite gibt uns den Bügel. Du hast haarige Beine. Kannst du mit. Ich meine. So. Das Gespräch hätten wir auch durch. Auf einer Skala von 1 bis. Wieso? Nur so. Aber damit kann er sich nicht die Beine rasieren. Na, das wäre auch nicht das passende Utensil. Schwarzpulver, das ist auf jeden Fall neu. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Ich muss an diesen Strom umkehren. Wieso klappt dann das jetzt nicht mehr mit dem Pfeil? Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest also nicht. Und was will ich mit Schwarzpulver? Hier werde ich dann später meine Elefantenfalle legen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Falle und einer Schlaufe, die auf dem Boden liegt. Und ich habe mehrere Bissspuren, die mich daran erinnern. Verflucht seist du, Tonis Mutter! Wir brauchen einen passenden Köder für den Elefanten. Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. Hey. Jetzt möchte ich mal testen, ob der Bart... Zunder habe ich genug. Was hier fehlt, ist Feuer. Und optional ein Feuerwerkskörper für den Effekt. Schwarzpulver. Das Abschiedsfeuerwerk muss noch einen Moment warten. Na gut. Die
Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise... So, da komme ich jetzt gar nicht mehr durch. Bernards Hütte, das Chronocar, hey. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ein schneller Dialog nochmal mit Bernard. Kannst du nicht ein Wort für mich einlegen? Oder ihr wahlweise mit Hausarrest drohen? Bitte, Rufus, zieh mich da nicht mit rein. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Du, Toni. Beziehungsweise, ich werde das wieder in Ordnung gebracht haben. Ja. Müsste wieder irgendwie an diese Kartoffel rankommen. Hey, ich habe da eine Idee, aber die funktioniert bestimmt nicht. Aber warum spieße ich die Kartoffel nicht einfach mit dem Dartpfeil auf? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das du... Nein, ich brauche wohl das Eis. Aber um das Eis zu kriegen, muss ich hier gewinnen. Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Was gibt's Neues? Nichts! Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke, bitte keine Umstände. Das lasse ich lieber hier. Wollen wir wieder einen super heftigen Kaffee brauen? Was wollen wir? Ach, stimmt ja. Das war ja auch nur Teil meines Traums. Hey, das könnte noch Realität werden. Wie treffe ich denn jetzt diese... dieses Spiel macht mich fertig. Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh, dass ich das bemerkt hätte, wenn der Elefant durch mein Inventar gelaufen wäre. Ich brauche einen Tipp. Ich komme nicht weiter. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Oder kann ich ihm... den Dart-Pfeil als Waffe geben? Ich will die beiden mal nicht ablenken. Sie sollen sich komplett und ungestört auf unsere Mission konzentrieren. Schwarzpulver? Ich will die beiden mal nicht. Sie sollen sich Gut, das Schwarzpulver brauche ich für die Pistole. Und ich muss irgendwie... ich habe eine Idee. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich, wofür man diesen Bart braucht. den Bart kriegt natürlich der Rattenjunge, damit er alt wirkt. Du sollst also einen Rattenmann darstellen? Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Mist. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Dem armen Rattenjungen blieben all die Das ist... Mist, wie kann ich diesen Bart an ihm festmachen? Stimmt, da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. So close. Brauchen wir Wachs. Wachs brauchen wir. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, in beiden Fällen. Dafür brauche ich nur meine Finger und Eigen. Maya, Willi, verschwindet, kusch. Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Da muss irgendwas gehen mit diesem Honigspender. Aber was? Das Aussaugen, das habe ich schon probiert. Dafür brauche ich nur Bund Ei. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit... So langsam werden mir die Rätsel klarer.
Du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernhard. Jaha. Ach, ich meine, manchmal, also bei diesem Spiel steht man manchmal so auf dem Schlauch und braucht eine Sache und dann kommt man voran. Und die Sache, die ich gebraucht habe, war dieser Hahn. Natürlich. Passt. Und jetzt? Oh, Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Also machen wir jetzt unseren Bart klebrig damit? Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Und geben den Bart an den Rattenjungen. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. So, und jetzt können wir endlich spielen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.